Liebe Schwestern und liebe Brüder, in dieser erwartungsvollen Stunde begrüße ich Sie mit dem vertrauten Gruß: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Am letzten Tag dieses Jahres erinnern wir uns an dieses Jahr 2020. Es war ein herausforderndes Jahr, eben wegen Corona. Wir rufen uns noch einmal alles Leidvolle und Schöne in Erinnerung. Wir bitten, dass Gott uns im neuen Jahr den Sieg über Corona schenkt und dass uns weitere Heimsuchungen erspart bleiben. Allmächtiger und guter Gott, nimm alle Last dieses Jahres 2020 von uns und lasse uns miteinander über Corona siegen. Wir danken dir für alle persönliche Freude und jedes stille Glück. Wir danken dir für die Findung einer Impfung gegen Corona. Du lässt uns dennoch auch in Sicherheit und Wohlstand leben. Du gibst uns auch die Kraft, den Menschen in Not beizustehen. Voll Zuversicht nehmen wir das neue Jahr aus deiner Vaterhand entgegen. Zu deiner Ehre, zum Wohl der Menschen und zu unserer Entfaltung wollen wir arbeiten und deinen Auftrag in unserer Zeit erfüllen. Gewähre uns dieses durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Lesung aus dem 1. Johannesbrief. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben vom Wort des Lebens, das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Liebe Schwestern und liebe Brüder, vielleicht nehmen Sie sich Zeit, dieses Jahr 2020 zu analysieren. Ich kann einmal danken, dass ich von einer Ansteckung verschont geblieben bin. Obwohl ich eine K1-Person war und somit in Quarantäne. Ich fühle mich jenen Menschen verbunden und fühle mit ihnen mit, die nicht dieses Glück hatten, sondern erkrankt sind. Manche, die wieder genesen sind, hat die Krankheit viel Substanz gekostet. Ich bin sehr dankbar, vor solchen verschont geblieben zu sein. Nicht nur medizinisch,
laufen hier Prozesse ab, sondern auch soziologisch. Dieses Zurückgezogensein tut der Gemeinschaft schon einen Abbruch. Gute Beziehungen treten in den Hintergrund. Wir können ja Gemeinschaft nicht pflegen. Auch die Gottesdienstgemeinschaft leidet unter dem Isoliertsein und unter dem Distanzhalten. Ich sehe es natürlich ein, dass das notwendig ist. Ich bin völlig überzeugt davon, dass wir vorsichtig sein müssen. Aber ich freue mich schon auf jene Zeit, wenn wir wieder miteinander in volle Beziehung treten und uneingeschränkt miteinander Gottesdienste feiern können. Ich hoffe, dass die Gottesdienstgemeinschaft dann wieder zu jener Stärke anwächst wie früher. Sie könnte sogar darüber hinaus wachsen, aus Dankbarkeit dafür, dass diese Not überstanden ist. Ich bin bestürzt mit jenen, die dabei eine wirtschaftliche oder finanzielle Einbuße erlitten haben. Manche sind auch dabei durch die sozialen Maschen gefallen und bei einer Unterstützung leer ausgegangen. Mit all den Schäden im Bewusstsein denke ich doch auch an alles, was gut gegangen ist. Ich denke vor allem auch an den Zusammenhalt in der Gemeinschaft, auf das Rücksichtnehmen aufeinander. Vielleicht wächst in dieser Zeit auch die Sehnsucht nach Gemeinschaft und die Möglichkeit, wieder zu einem neuen Ton im Umgang miteinander zu finden. Jetzt zu Weihnachten habe ich das Buch geschenkt bekommen, Werft eure Zuversicht nicht weg, von Bischof Benno Ilps. Ein solches Motto ist sicher ein wirksames Rezept für ein gutes Jahr 2021. Werft eure Zuversicht nicht weg. Der Apostel Johannes hat uns in der Lesung vorhin ermuntert: Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Dies schreiben wir, dass unsere Freude vollkommen wird. Dies wünsche ich euch allen für das neue Jahr 2021. Amen. Wir wollen besonders für jene Familien beten, bei denen ein Kind getauft worden, ein Kind zur Erstkommunion gekommen oder ein Jugendlicher gefirmt worden ist. Es waren zwei Täuflinge, 11 Erstkommunionkinder und 19 Firmlinge. In diesem Jahr wurden getauft Eckmeier Florentina, Mitterlena Johannes. Guter Gott, Sie alle wollen wir heute aus ganzem Herzen dir anvertrauen und für sie bitten. Gott behüte und beschütze die Kinder und Jugendlichen unserer Zeit. Bewahre sie vor Unheil und Irrwegen und den vielen Trugbildern unserer modernen Welt. Erhalte ihnen trotz aller Zweifel und Widerständen den Glauben lebendig und lasse sie immer neu erfahren, dass du mit ihnen bist und sie niemals fallen lässt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gott hat dich uns anvertraut, und wenn man in deine Augen schaut, dann sieht man so viel Glanz und so viel Liebe. Wir werden den Weg gemeinsam.
Verstorbenen, die uns im Jahr 2020 verlassen haben. Menschen waren in diesem Jahr durch die heimtückische Corona-Epidemie besonders bedroht. Diese Krankheit hat auch bei uns Menschen aus dem Leben gerissen. Wir erinnern uns an alle Verstorbenen und beten für sie. 19 Menschen wurden in diesem Jahr durch den Tod aus der Gemeinschaft unserer Pfarre und ihrer Familien abberufen. Ihrer wollen wir nun gedenken. Holzmann Hofer Stephan, Pfaff Maria, Stiegelmeier Maria, Krötzl Erwin, Achleitner Gerald, Rumpel Hedwig, Gschwendner Franz, Schäfer Rudolf, Schäfer Friedrich, Friedrich Steinhuber, Waltraud Gleixner, Maria Gläubhofer, Baukner Maria, Hörtenhuber Pauline, Ruschka Josef, Blumer Caroline, Ficker Hermann, Wodak Franz, Reinhard Silvia. Lasset uns beten. Herr und Gott, jede und jeder unserer Verstorbenen hatte seine Lebensgeschichte, seine Begabungen und Stärken, seine Fehler und Schwächen und vor allem Menschen, die ihn liebten. Für sie alle bitten wir dich, nimm sie mit allem, was sie sind, bei dir auf und heile und vollende ihr Leben bei dir und tröste alle, die um sie trauern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches
danke sehr herzlich allen, die in diesem Jahr mit mir zusammengearbeitet haben, dem Leitungsteam des Pfarrgemeinderates und allen Pfarrgemeinderätinnen, dem Finanz- und Bauausschuss, ganz besonders für den Einsatz für St. Georgen im Schauertal, allen Unterausschüssen, der Pfarrsekretärin Gabi Luff und dem Kurlach Saborete unter der Leitung von Josi Stockinger, den Liederquellenteams, den Ministrantinnen, der Dekanatsjugendleiterin und den Jugendlichen, den Mesnerinnen, den Kirchenschmückerinnen und allen freiwilligen Helferinnen und Wohltäterinnen sage ich ein herzliches Vergelt's Gott für die Zusammenarbeit in diesem Jahr 2020. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Herr, du hast uns in diese Welt gestellt, dass wir sie bewundern und gestalten. Doch nicht nach unserem Gutdünken, nicht nach unseren Wunschvorstellungen, die nur kleine Einfälle sind, sondern nach dem Plan, den du entworfen hast. Mit deiner Hilfe wollen wir auch im Jahr 2021 daran gehen, eine schönere, gerechtere und menschlichere Welt zu bauen. Lasse uns verstehen, dass unser Tun ein Anfang ist, für die du einmal vollenden wirst. Dazu segne uns heute und für das kommende Jahr, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in ein gutes Jahr 2021. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.